Hallo. Hallo, Andreas. Mein erster Eindruck, als ich sie das erste Mal gesehen habe, zieh dich aus. Gibt es irgendwas? Ich finde, das ist hier total dreckig für mich. Wie könnt ihr hier groß? Mir sind die Tränen gekommen, ich hab geheult. So, jetzt muss ich dich unterbrechen. Hast du erstmal die Größe gesehen? Du, aber ich kann mir auch den... Halt, stopp! Jetzt hallo, reicht es! Hallo, hallo. So, nun kommen wir mal zum Thema Essen. Ich hab kein Obst gefunden, ich hab keine Gemüse. So, jetzt muss ich dich unterbrechen. Hast du erstmal die Werbung gesehen? Äpfel! Drei. Sag mal, was habt ihr von Verantwortung? Stopp! Sonst kriegt ihr mal keinen auf die Schnauze. Angeblich von ihr, man sieht hier, was er angesprochen hat, kein Obst nicht im Haus haben. Hast du dich jetzt beruhigt? Ich habe meinen Kaffee getrunken, beruhigt habe ich mich jetzt. Aber jetzt wird nicht weiter diskutiert. Entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blind. Sag mal, kannst du mal ein bisschen sachlich bleiben? Blöd. Ja, aber du wir hast dich auch. Wir halt, stopp! Es ist mein Haushalt. Weißt was? Das Bad wird morgen nicht. Wow. Bleib doch ruhig. Nein, das heißt deine Schnauze! Du Oberticke! Also tut mir leid, aber mit so einem Frauen kann ich keinen Psychopathen täuschen machen. Von der Hochnädigen lasse ich mir überhaupt nicht reden. Die kann vom Abends bis morgens Obst predigen. Also ehrlich gesagt, wäre ich jetzt gerne nach Frau. Halt, stopp!